Die elektrische Ladung. So, also wir haben jetzt, ich habe jetzt irgendwie so ziemlich schnell in einen Raum geworfen, Elektrizität ist ein physikalisches Phänomen, das sich mit Ladungen und elektromagnetischen Feldern beschäftigt. Zu elektromagnetischen Feldern kommen wir, wie gesagt, später nochmal in diesem Exkurs. Sie wollen uns jetzt, die beschäftigen uns mal nicht so sehr. Was wir uns jetzt aber mal anschauen sollten, ist die Ladung, weil die Ladung ist irgendwie so eine ganz inhärente Sache. Also da, wenn wir von Elektronik reden, dann reden wir in der Regel, was machen diese Ladungen? Also was ist so eine Ladung? Eine Ladung ist ein komisches Ding, das entweder positiv oder negativ sein kann. Und wir haben keine Stifte. Ich habe Stifte. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Materie aus Atomen aufgebaut und die Atome, die bestehen aus Neutronen, Protonen und Elektronen. Und die Neutronen sind uns mal wurscht. Also regt euch nicht auf, dass ich jetzt die Neutronen weglasse und behaupte, Materie besteht aus Protonen und Elektronen, aber für unsere Betrachtungen ist das gut genug, weil uns interessiert nur das, was eine Ladung hat. Und in so einem Atom habe ich in der Mitte einen Atomkern, dort sitzen die ganzen Protonen und das ist positiv geladen. Und um diesen Kern sind irgendwie die Elektronen angeordnet. Und jetzt, ich weiß auch, da gibt es Orbitale und so weiter und so fort. Ich lasse das jetzt alles weg, ich vereinfache das und sage einfach, da gibt es halt irgendwie, das gehört irgendwie dazu, zu diesem Atom. Da gibt es drumherum so Elektronen, die schwirren da irgendwo herum oder sie sind einfach nur in der Umgebung und die sind negativ geladen. So. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier sind 4 Protonen drinnen, so, 3, 4, die sind alle positiv geladen, also wir haben hier 4 positive Ladungen und wir haben 4 Elektronen drumherum, das sind unsere 4 negativen Ladungen. Und wenn ich jetzt irgendwie plus 4 und minus 4 zusammenzähle, dann ergibt das 0. Und genauso ist das hier mit diesen Ladungen, dass ich in diesem Atom zwar irgendwie verteilt positive und negative Ladungen habe, aber wenn ich es mal von außen anschaue, gibt es einfach gleich viele positive wie negative Ladungen und die heben sich dann auf und von außen merke ich nichts davon, dass da drinnen Ladungen sind. Und umgangssprachlich sagt man dann, da ist keine Ladung. Aber natürlich ist da Ladung, das sind 4 positive Ladungen und 4 negative Ladungen, darum ist es besser zu sagen, das Atom ist ungeladen. Und mit dem Begriff ungeladen meint man quasi, dass es gleich viele positive wie negative gibt und am Schluss hebt sich dann das eben alles aus. Das ist eine sehr interessante Eigenschaft von diesen Ladungen, dass die sich gegenseitig aufheben, weil, wie wir gleich sehen werden, gehen von diesen Ladungen Kräfte aus. Und das sind gar nicht so schwache Kräfte. Und trotzdem merken wir im großen Scope relativ wenig von diesen Kräften, weil fast überall, wo wir hinschauen, gibt es halt gleich viele positive und negative und dann sind die weg. Anders ist bei der Gravitation. Nicht? Die Gravitation ist eine extrem schwache Kraft, aber da gibt es halt keine negative Gravitation. Wenn irgendwo Materie ist, dann addiert sich diese ganze Gravitation, die pro Atom sehr, sehr klein ist, auf und am Schluss gibt es halt ein starkes Gravitationsfeld. Aber die ganzen Ladungen in dieser Materie, die heben sich alle gegenseitig auf und darum gibt es dann kein riesenstarkes elektrisches Feld, obwohl diese elektrischen Phänomene viel, viel stärkere Kräfte ausüben würden. Gut. Eine weitere wichtige Eigenschaft von diesen Ladungen ist, dass ich sie nicht erzeugen kann und ich kann sie auch nicht vernichten. Also es gilt Ladungserhaltung. Aber was ich machen kann, wenn ich so ein Atom habe, ich kann dem ein Elektron wegnehmen. Und wenn ich dem ein Elektron wegnehme, dann hat es halt nur noch 3 negativ geladene Elektronen, aber immer noch 4 positiv geladene Protonen. Und damit ist das dann am Schluss mit einer Elementarladung positiv geladen. Und dann kann ich eben sehen, dass es sich nach außen irgendwie sonderbar verhält, weil es jetzt eben nicht ungeladen ist, sondern jetzt macht es eben diese elektrischen Dinge. Ich kann dem auch ein zusätzliches Elektron aufzwingen, dann ist es genau andersrum, dann habe ich hier auf einmal 5 Elektronen irgendwo drumherum und das ist dann eben eine negative Ladung mehr, als es positive Ladungen im Kern sind und dann ist das ganze Ding negativ geladen. Normalerweise nehme ich da auch nicht ein Elektron weg und trage das irgendwo hin, sondern ich mache irgendeinen Vorgang, der dieses Elektron nimmt und gleich zu einem anderen Atom dazugibt. Und dann habe ich ein geladenes Atom, das positiv geladen ist und ein anderes geladenes Atom, das negativ geladen ist. So, und was passiert jetzt, wenn ich ein Ding habe, das positiv geladen ist und ein anderes Ding habe, das negativ geladen ist?
dann kommt das ins Spiel, was ich vorher gesagt habe, dass diese elektrischen Phänomene, dass da Kräfte aufkommen können. Genauso wie man das bei der Gravitation kennt, da gibt es dann auch Kräfte, die wirken. Und hier gilt einfach, dass ungleich geladene Dinge, die ziehen sich an, und gleich geladene Dinge, die stoßen sich ab. Man könnte sagen, wenn ich so ein Atom nehme und ich nehme dann jetzt ein Elektron weg und gebe das woanders hin, dann will irgendwie das Universum, dass das wieder in diesen ausgeglichenen Zustand zurückgeht. Und darum wirkt eine Kraft, die die beiden zusammenzieht, und wenn die nahe genug beieinander sind, dann wird sich das hoffentlich schon wieder irgendwie ausgleichen. Okay, und das möchte ich jetzt, dass wir uns anschauen. Jetzt beginnt der lustige Teil für heute. Ich habe nämlich so eine große Packung Luftballone mitgenommen. So. Und so, ich lege da ein paar hin und ich gebe da durch und nehmt euch einfach Luftballone, wer immer haben möchte. Ich habe auch etwas mitgebracht, was ich gebastelt habe, und ich nenne das einen Luftballondetektor. Und wir werden jetzt dann gleich sehen, dass wenn man mit diesen Luftballonen Dinge macht, dann geht von denen elektrische Felder aus, elektrostatische Felder, und die können wir mit meinem ganz genialen Luftballondetektor dann auch messen. Okay, also der Sacker geht herum, vielleicht mag man da eine Handvoll Luftballone rausnehmen und die dann irgendwie noch anders verteilen, dass man immer so eine Hand, ja, oder schmeißen. Ich denke mal, wenn man da so durchgeht und man nimmt immer eine Hand raus, gibt die dann in der anderen Richtung durch, dann hat man das relativ effizient verteilt. So. Gut. Also ich fange jetzt mal an, ich blase diesen Luftballon auf. Ich fürchte, schwarze haben wir keine. Wir haben alle möglichen Farben, aber es ist irgendwie, ja, es ist für Geburtstagspartys und nicht für Begräbnisse. So. Also ich blase den mal auf. So. So. Sollten lang genug halten, also so. Mit Luft gefüllte Luftballone halten relativ lang, mit Helium gefüllte nicht so sehr, weil die Heliumatome so klein sind und die gehen durch den Kunststoff durch. Aber, So, jetzt hat jeder einen Luftballon, damit kann man... Ja, das ist das eine Mal alle zwei Jahre, wo ich Sport mache, ich blase einen Luftballon auf. So. Gut. Also, einige wissen offenbar schon, was jetzt passiert. Wir reiben den Luftballon an unseren Haaren, je nachdem, ob man mehr oder weniger Haare hat. Vielleicht kann man sich auch die Haare von einem Nachbar ausborgen, wenn er einwilligt. Oder ein Pullover geht auch. Ja. Das ist der Moment im Kurs, den liebe ich. So. Wenn wir das gemacht haben, kann man zwei Dinge feststellen. Das eine ist, wenn man den Hahn getrieben hat, sollten nachher die Haare zu diesem Luftballon hin wollen. Wenn nicht, dann hat man es nicht gut genug gerieben. Ah, da, steh mal auf und zeig das her. Genau so soll das ausschauen. So. Gut, also, was passiert da? Da gibt es ein, warum leuchtet, weil jemand mit einem Laserpointer sich spielt. Da gibt es ein Phänomen, das nennt man Reibungselektrizität, und wenn zwei verschiedene Materialien zusammenkommen und die halt eine gewisse Eigenschaft anders haben, dann wollen an der Grenzschicht, wo ich diese beiden Atome von unterschiedlichen Materialien zusammentue, dann springt dort ein Elektron von einer Seite auf die andere, und je nachdem, welche Materialien sind, springt das von der einen Seite auf die andere, oder je nachdem, und nachher sind diese Ladungen getrennt.
Und warum muss ich da reiben? Warum reicht es nicht einfach, dass ich den Luftballon an den Haaren hinhalte und dann 10 Minuten warte? Der Grund ist halt, wenn man sich das mikroskopisch anschaut, dann gibt es nur ganz, ganz wenig Atome, die wirklich zusammenstoßen. Und wenn ich anfange, das zu reiben, dann durchmische ich das da ein bisschen und immer wieder andere Haaratome treffen sich mit Luftballonatomen und dann werden diese Ladungen, diese Elektronen darüber getragen und dann habe ich diese Ladungen getrennt. Und wenn ich das eben gemacht habe, dann habe ich eben genau dieses Ding. Auf der einen Seite habe ich negativ geladene Atome, auf der anderen Seite habe ich positiv geladene Atome und die wollen jetzt wieder zusammen. Also was Astrid da so hübsch gezeigt hat mit den Haaren, die dann da raufstehen, das ist einfach, weil die wieder zusammen wollen, weil die ja irgendwie zusammengehören. Und diese Kraft, die zusammenzieht, die nennt man übrigens Coulomb-Kraft. Aber das ist jetzt für uns nicht wirklich allzu wichtig, wir wollen Elektronik machen und nicht Physik. Gut. Man kann auch noch zwei andere Dinge feststellen, je nachdem, wie energisch man da gerieben hat. Das erste ist, dass einem die Haare zu Berge stehen, ohne dass jetzt der Luftballon in der Nähe ist. Oh! Das kommt daher, weil die Haare ja jetzt gleich geladen sind. Und wir haben gesagt, gleiche Ladungen stoßen sich ab, die wollen weg voneinander. Und wenn ich die Haare alle gleich geladen habe, dann wollen die irgendwie weg. Und das geht halt nicht, wenn sie alle flach am Kopf anliegen. Also stehen sie dann in alle Himmelsrichtungen, je nachdem, wie energisch man da halt rubbelt. Was man auch beobachten können sollte, wenn man da zwei richtig festgeriebene Luftballone nimmt, ist, dass sie sich voneinander abstoßen. Jetzt ist die Frage, ob irgendjemand einen Pulli anhat oder so, weil es gerade festgestellt hat, dass das besonders gut funktioniert. Wenn man da Luftballone reibt, dann kann man das mit der Abstoßung probieren. Probiert es einfach mit den Nachbarn, ob irgendjemand das so reproduzieren kann, dass die sich abstoßen. Und dann kann man die zum Beispiel so nehmen und sie sollten dann auseinanderdriften. So. Ich bin schon ganz gut geladen. Ist der auch gut geladen? Lass das. Ist der gut geladen? Textilien ist meistens besser als Haare. So. Naja. Ja, also der. Ja. So, die wollen irgendwie nicht zusammen. Da kann man das irgendwie schön sehen, glaube ich. Ah, das ist ein Windstoß. Aber das ist eben auch diese Coulomb-Kraft. So. Gut. So. Gut. Also. So. Daniel, bist du mein Kamerakind? So. Oder vielleicht kriegen wir es auch. Also es geht nur um dieses Display, das sollte man irgendwie sehen. Also bist. Muss das nur richtig halten? So. Gut, also jetzt habe ich hier meinen Luftballondetektor. Ganz scharf ist das nicht. Du kannst an dem Ring da vorne drehen, das ist der Fokus. So. Und jetzt nehme ich diesen Luftballon her und bewege den zu diesem Detektor hin. Und hoffentlich seht ihr das, wenn ich den hinbewege, geht der Zeiger nach 0. Wenn ich den wegbewege, dann springt der Zeiger auf die 100 Mark. Ist ja wurscht, was diese Zahlen sind, das Phänomen ist wichtig. Und ich behaupte jetzt mal, natürlich, das könnte alles möglich sein, aber ich behaupte jetzt mal, dass man daran sehen kann, dass es sich um ein elektrisches Phänomen handelt, weil ich da irgendwie was aufgebaut habe, das schaut schon alles sehr elektronisch aus und so nach dem, das wollen wir machen und damit kann ich messen, dass mit diesen Luftballonen irgendwas seltsam ist. Und wenn ich das mit einem anderen Gegenstand mache, wahrscheinlich mit meiner Hand jetzt auch, weil ich so viel Luftballone gerieben habe, ja, aber wenn ich das mit einem ungeladenen Gegenstand mache, dann ist das diesem Luftballondetektor völlig egal. Wenn ich da einen Luftballon nehme, dann ist das ein sehr, sehr eindeutiger Effekt, den ich da habe. Gut, das war der Luftballondetektor. Also wenn den jemand näher interessiert, dann kann er auch nachher gerne noch herkommen und ich erkläre auch gerne jemanden, wie der funktioniert, wenn er schon weiß, was ein Operationsverstärker ist. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns den Luftballondetektor nochmal nach den Operationsverstärkern an. Gut. Habe ich da noch was vergessen? So, wir haben das Experiment gemacht. Ah, genau.
Dann gibt es da noch ein Phänomen, wenn man dann diesen Luftballon zu den Haaren hinbringt oder da bewegt, dann knistert das so. Was ist dieses Knistern? Genau, also da springen dann die Ladungen wieder zurück. Warum die genau zurückspringen, werden wir noch uns näher anschauen, wenn wir dann zu diesen EM-Feldern kommen. Aber es geht im Grunde darum, dass wenn wir den Luftballon von einem Hahn wegbewegen wollen, oder wenn ich einen Pullover anhabe, da habe ich ja normalerweise nichts, aber wenn ich den ausziehe, dann fängt es an zu knistern. Das ist, weil ich quasi diese Ladungen getrennt habe über eine lange Zeit und dann bringe ich die auseinander. Damit bringe ich Energie in das System hinein und das stellt sich elektrisch dar als eine höhere Spannung und wenn dann diese Spannung zu groß wird, dann springt dieser Funke und dann ist das Elektron wieder dort, wo es eigentlich hingehört. Und dieser Austauschvorgang, da habe ich kleine Blitze, wenn man das im Dunkeln sich anschaut, dann sieht man auch so wirklich Lichtblitze, das ist eben das Austauschen, damit das wieder in den ausgeglichenen, ungeladenen Zustand zurückgeht. Puh. Okay, Fragen? Und nicht immer so schnell drücken, wir könnten ja Fragen haben. Das ist das Gifford-Wolf-Luftballon-Experiment. Ja? Mich würde interessieren, wie groß die Explosion ist, wenn man ein kompaktes Stück 1 Kilo nur aus Protonen herbeizaubert. Also, auf jeden Fall groß genug, dass ich mich wahrscheinlich nicht vom gleichen Planeten aufhalten möchte, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das Elektronen oder? Ohne Elektronen, nur Protonen. Die stoßen sich alle ab. Ja, ja, ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ein Vorgang war. Aber du kannst einfach mal ausrechnen, wie groß die Ladung ist in Coulomb von einem Kilo nur Protonen. Und allein das wird wahrscheinlich schon irgendeine astronomische Größe sein. Also wenn man sich quasi diese Vorgänge anschaut, dann und die auf der atomaren Ebene sich anschauen könnte, also wenn ich da jetzt irgendwie meine Luftballon reibe, dann ist es bei weitem nicht so, dass irgendwie jedes Luftballonatom irgendwie ein Elektron weniger hat, sondern es ist ein ganz kleiner Bruchteil von Atomen, die davon wirklich berührt werden. Und dieser kleine Bruchteil, der macht es aber auch schon aus, dass da entsprechend diese Kräfte wirken und beobachtbar sind. Ja, da sind wir ein Luftballon. Der kann auch relativ lang da kleben. Also das ist Luft, das ist ein sehr guter Isolator. Und da bleibt die Ladung schon ganz lang. Okay. Gut, damit hätten wir das geklärt und jetzt noch so.